Ja, willkommen zurück bei der Vosges 2022 am zweiten Tag auf der Bühne 2. Im folgenden Vortrag geht es um OSM to World. Tobias Knär hatte uns ja vor 3 Jahren die neuesten Entwicklungen dazu erzählt. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was in den letzten 3 Jahren alles passiert ist. Tobias. Hallo und herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Vortrag zu OSM to World, dem freien 3D-Renderer für OpenStreetMap-Daten. OSM to World war schon öfter Thema auf der Vosges-Konferenz. Zuletzt ist das allerdings schon etwas her, das war nämlich vor 3 Jahren. Und ich möchte in diesem Vortrag ein bisschen einen Überblick darüber geben, was seither geschehen ist, was es also für neue Features in OSM to World gibt und woran ich gerade sonst noch so arbeite. OSM to World nutzt OpenStreetMap-Daten, um 3D-Modelle zu erstellen. Und diese 3D-Modelle kann man dann exportieren, zum Beispiel in Modelldateien wie OBJ und neuerdings auch GLTF, in PNG-Bilder, auch als 2D-Kartenkacheln, mit denen man dann eine isometrische Karte in Leaflet und OpenLayers anlegen kann, und in interaktive Szenen, die man dann mit OpenGL oder WebGL erkunden kann. OSM to World erstellt dabei letztlich klassische Stadt- und Landschaftsmodelle, so wie man sie hier sehen kann, bei denen Gebäude, aber auch viele andere Objekte in einer 3D-Landschaft platziert werden. Für die Gebäude nutzt OSM to World Simple 3D-Building, S3DB, einen sehr etablierten und mittlerweile schon über ein Jahrzehnt alten Standard fürs Tagging von 3D-Gebäuden in OpenStreetMap. 3D-Gebäude werden dabei als eine Sammlung einzelner Gebäudeteile gesehen, die Attribute wie hier abgebildet die Dachform, aber eben auch Farben, Materialien oder Höhen- und Stockwerksangaben tragen können. Außer Gebäuden gibt es aber noch sehr, sehr viele andere Objekte, die meiner Meinung nach auch zu einem gelungenen 3D-Modell der Welt gehören. Da bin ich auch schon mal bei einem Vosges-Vortrag etwas näher darauf eingegangen. Wen das interessiert, kann sich also nochmal 3D mehr als Gebäude anhören. Ist zwar schon etwas älter, aber die Grundidee kommt, denke ich, dabei gut rüber, dass OSM to World eben möglichst viele Tags unterstützen möchte, die in OpenStreetMap vorhanden sind, um das meiste aus den vorhandenen Daten zu machen. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, welche Tags schon unterstützt werden, kann das auf der OSM to World Projektseite von TagInfo tun. Der Rest des Vortrags gliedert sich in sogenannte Feature-Schlaglichter. Um die Frage zu beantworten, was es Neues gibt, schaue ich mir einfach bestimmte Features an, die in OSM to World in den letzten Jahren dazugekommen sind und erkläre ein paar Hintergründe dazu. Thema des ersten Feature-Schlaglichts soll das Simple Indoor Tagging sein. Simple Indoor Tagging ist der etablierteste Standard für das Indoor Mapping in OpenStreetMap. Und es ist bewusst kompatibel mit Simple 3D-Buildings gestaltet. Das ist praktisch, weil es OSM to World erlaubt, eben 3D-Darstellungen sowohl für die Innenräume von Gebäuden als auch für den Rest der Welt vorzunehmen. OSM-Elemente werden dabei innerhalb des Gebäudeumrisses gezeichnet, für Räume, für Indoor-Bereiche und für Wände, aber natürlich auch für alle anderen Objekte, die es in dem Gebäude gibt. Und da ist es ja auch so, dass die meisten Objekte, die in OSM ohnehin schon erfasst werden und für die es definierte Tags gibt, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden auftreten können und dann auch mehr oder weniger gleich 3D gerendert werden können. Das Indoor-Rendering in OSM to World ist maßgeblich vorangetrieben worden im Rahmen des Google Summer of Code vor 2 Jahren von Daniel Weaver. Und das Ziel dieses Summer of Code Projekts war eben diese Kombination aus der 3D-Darstellung des Äußeren und des Inneren von Gebäuden, um damit eine nahtlose 3D-Welt zu erreichen, bei denen eben das 3D-Modell sowohl aus Innen- als auch aus Außenansichten von Gebäuden besteht. Das hier ist ein Beispiel für ein solches nahtloses 3D-Modell vom Innenraum eines Gebäudes. Man kann aus den Fenstern schauen und sieht dann die Straße vor dem Gebäude, eben weil es eine nahtlose Welt ist. Und es ist auch ein Beispiel, dass so ein Objekt wie diese Balustrade hier natürlich auch außerhalb von Gebäuden stattfinden, also gelegen sein könnte. Aber das wird eben in diesem Fall indoor gezeichnet, auf dem passenden Stockwerk platziert. Im Bereich Indoor-Tagging gibt es noch diverse offene Baustellen, also Fragen, die noch nicht ganz geklärt sind.
Dazu gehört zum Beispiel die Interaktion von Simple Indoor Tagging mit Gebäuden, die aus mehreren Teilen bestehen. Indoor-Objekte, die außerhalb von Gebäudeumrissen gezeichnet werden, was zum Beispiel bei Bahnhöfen sehr häufig passiert. Höhenunterschiede innerhalb eines Stockwerks und auch Dinge wie Balkone und ähnliches, wobei da natürlich wieder die Frage ist, ob das wirklich Indoor oder doch schon wieder Outdoor ist. Mein nächstes Feature-Schlaglicht betrifft ein Konzept, das ich Attachment Connectors getauft habe. Also gewissermaßen Befestigungspunkte für das Aneinanderhängen von Objekten. Ich erkläre das am besten mal an einem Beispiel. In OpenStreetMap könnte man beispielsweise zwei punktförmige Elemente, zwei Nodes finden, von denen eines einen Abfalleimer und das andere eine Straßenlaterne darstellt. Wenn diese Punkte jetzt einfach wie gewohnt nebeneinander gezeichnet sind, dann kann man daraus jeweils ein eigenes 3D-Modell erstellen und das tut OSM2World natürlich auch. Aber es könnte jetzt sein, dass der Mapper noch zusätzliche Informationen hinterlegt hat, eben beispielsweise so ein Support equals Street Lamp, also eine Information, dass dieser Abfalleimer an einer Straßenlaterne befestigt ist. Und das möchte man eigentlich, wenn jemand schon solche Details einträgt, natürlich in OSM2World auch auswerten können. Da ist es dann natürlich nicht mehr damit getan, einfach zwei 3D-Objekte nebeneinander zu stellen, sondern man muss sie auf irgendeine Weise miteinander verbinden. Und dazu gibt es eben diese Attachment Connectors. In diesem Fall hätte jetzt unser Abfalleimer einen solchen Connector, also einen Punkt, der sich mit einem anderen Objekt verbinden möchte. Und die Straßenlaterne würde Oberflächen definieren, an denen sich andere Objekte anheften können. Diese Oberflächen hätten auch noch eine Typinformation, weil man ja hier eben weiß, dass der Abfalleimer an einer Straßenlaterne befestigt ist und nicht beispielsweise an einer Wand oder zahlreichen anderen Oberflächentypen, die man sich auch noch vorstellen könnte. Ja, und dann suche ich eben einfach mit meiner Software die nächstgelegene Straßenlaternenoberfläche und bewege und drehe den Abfalleimer dann so, dass er an diese Oberfläche ranpasst. Dabei muss natürlich das 3D-Objekt, das bewegt und gedreht wird, auch noch zusätzlich modifiziert werden. Wenn man es hier mit dem vorherigen Zustand vergleicht, hatte der Abfalleimer ja einen eigenen Posten, an den er befestigt war. Den benötigt er dann nicht mehr, wenn er an der Straßenlaterne hängt. Ja, und das Ergebnis ist dann eben ein kombiniertes 3D-Modell aus den beiden Objekten. Was man auch sieht, wenn man das jetzt vergleicht mit den Nodes, die ursprünglich gezeichnet wurden, ist, dass die Nodes nicht exakt an derselben Position sind, wie die 3D-Objekte letztlich in der 3D-Welt platziert werden. Das ist einfach aufgrund der Überlegung so getan worden, dass die Nodes wahrscheinlich nicht zentimetergenau platziert sind und es deshalb wichtiger ist, diese Zusammenhangsinformation darzustellen, als die exakte Platzierung dieses Papierkorb-Nodes beizubehalten. Also nochmal zusammengefasst, die Idee ist, man definiert Oberflächen, an die sich Objekte anheften können und Konnektoren, die sich eben an diese genannten Oberflächen anheften. Dann findet man die nächstgelegene geeignete Oberfläche für jeden solchen Konnektor und verschiebt und dreht das zum Konnektor befindliche gehörige Objekt so, dass die Objekte aneinander passen. Den Ansatz finde ich eigentlich recht flexibel und allgemein anwendbar, eben auch für Dinge, die etwas komplexer gelagert sind. Im einfachen Beispiel könnte man zum Beispiel mehrere Objekte an so eine Straßenlaterne hängen, aber man kann auch andere Dinge damit abdecken, wo vielleicht nicht auf den ersten Blick klar ist, dass das eigentlich dasselbe Konzept ist. Zum Beispiel hier diese Solarpaneele auf dem Dach des Gebäudes, getaggt mit Location Roof, sind ebenfalls über Attachment-Konnektoren gelöst. Und genauso könnte man auch Dachparkplätze, Objekte an äußeren und inneren Gebäudewänden, Indoor-Objekte, einschließlich Objekten, die an mehreren Objektstockwerken anheften, zum Beispiel eben eine Treppe, und Objekte auf Brücken implementieren. Und bis auf die Objekte auf Brücken habe ich das auch schon für alle genannten Beispiele in OSM2World umgesetzt. Also wirklich ein sehr flexibles Konzept, das, denke ich, relativ viele Herausforderungen im Bereich 3D erschlagen kann. Ein weiterer Neuzugang unter den OSM2World Features ist das Physically Based Rendering. Physically Based Rendering oder kurz PBR
ist ein Ansatz, um die Interaktion von Licht mit 3D-Objekten zu berechnen. Das ist also ein Konzept aus der Computergrafik, wo es ja eben darum geht, ein 3D-Modell mit gegebenen Lichtquellen und einer gegebenen Kameraperspektive so zu simulieren, dass hinten ein Bild dabei rauskommt. PBA heißt so, weil es auf physikalisch orientierten Materialeigenschaften basiert. Das heißt, die Oberfläche von den 3D-Objekten wird mit Attributen beschrieben, die sich an Konzepte aus der Physik anlehnen, zumindest dem Namen nach und auch wenn es natürlich keine akkurate Simulation physikalischer Vorgänge ist, auch zumindest der Intuition, also dem intuitiven Verständnis der entsprechenden Berechnungen nach. Das sind zum Beispiel die Rauheit oder die Metallizität als zwei gängige Attribute von PBR-Materialien. PBR bietet eine bessere Optik, also eine schönere grafische Darstellung als das, was OSM2World bisher in seiner Pipeline hatte. Es verbessert aber auch die Kompatibilität mit dem Rest des 3D-Ökosystems, weil inzwischen eben sehr viele Engines und Modeling-Tools auf PBR setzen und OSM2World durch dieses neue Feature mit diesen Werkzeugen kompatibel wird. Eine Voraussetzung für PBR ist die Unterstützung mehrerer Texturen für ein Material. Bis jetzt hatte OSM2World immer nur diese Farbtexturen, also links oben dargestellt, klassische Farbbilder unterstützt, die eben ja, ein Objekt zeigen und die es mir erlauben, statt mit detaillierten Geometrien so etwas wie diesen Gullideckel auch als einfaches Rechteck mit entsprechender Bildtapete darzustellen. In PBR gibt es aber außer der Farbe eben noch andere Materialeigenschaften und diese kann man ebenfalls als Textur abspeichern, so wie das hier dargestellt ist. Aus Performancegründen nutzt OSM2World dabei weniger Texturen, als es Attribute gibt und kombiniert einfach mehrere Attribute in die unterschiedlichen Farbkanäle eines Texturbildes, also zum Beispiel die Rot-, Blau- und Grün-Kanäle eines Bildes. Wo kommen die Texturen her? Na, im einfachsten Fall werden sie einfach aus Dateien geladen, die zusammen mit OSM2World ausgeliefert werden. Das können Rastergrafiken sein, wie JPEG-Dateien oder PNG-Dateien. Da profitiere ich übrigens sehr davon, dass es inzwischen im Internet gute, kostenlose und freie Quellen für solche Texturgrafiken gibt. Insbesondere würde ich ambientcg.com empfehlen. Es können auch Vektorgrafiken sein, die dann im SVG-Format vorliegen und die ich zum Beispiel für Verkehrsschilder sehr oft verwende. Neuerdings unterstützt OSM2World aber auch zur Laufzeit erzeugte Bilder. Und um da den Grund zu verstehen, warum man die will, habe ich ein paar Beispiele genannt. Das einmal sind die Texttexturen. Das wäre also beispielsweise bei diesem Ortsschild der Text Passau. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Ortsschilder mit jeweils dem jeweiligen Ortsnamen, der auch in OSM als Tag hinterlegt ist normalerweise. Aber man will jetzt nicht eine Bilddatei für jede mögliche Beschriftung des Ortsschilds haben. Da macht es mehr Sinn, zur Laufzeit die entsprechende Textur mit dem passenden Text zu versehen und eben bei Bedarf dann mit dem Output zu exportieren. Es gibt auch noch andere Beispiele, zum Beispiel wenn wir dieses Ortsschild umdrehen, dann ist die Rückseite auch eine zur Laufzeit erzeugte Textur und zwar eine Textur, die sich aus mehreren von der Festplatte geladenen Texturen zusammensetzt. Einmal ist das die Transparenzinformation aus der Vektorgrafik von dem Verkehrsschild. Einfach die Information, wie das Schild geformt ist. Und zum anderen ist es eine Rastergrafik, die eben so eine generische Metalloberfläche darstellt. Und wenn ich diese beiden kombiniere, erhalte ich eben die Textur für die Rückseite des Schildes. Das erspart mir für jedes Verkehrsschild auch noch eine eigene Texturdatei mit der Rückseite ablegen und pflegen zu müssen. Ein Feature, das es schon länger in OSM2World gab, sind einfärbbare Materialien, aber die mussten natürlich nach PBR partiert werden. Die Idee ist, dass man, wenn man eine Textur in unterschiedlichen Farben haben will, dafür eben nicht mehrere Texturen braucht, sondern die Textur einfach mit einer Farbinformation multiplizieren kann.
Das erlaubt insbesondere die Unterstützung gängiger Tags, also zum Beispiel Building Material und Building Color, wo ja auch beliebige Kombinationen von Farbe und Material angegeben werden können und wo man jetzt natürlich nicht für jede mögliche Farbe, zum Beispiel eines verputzten Hauses, eine eigene Textur haben will. Es erlaubt aber auch, wenn keine exakte Farbe getaggt ist, die Verwendung von zufälligen Variationen der Standardfarbe, sodass es eben kein zu einheitliches und damit unrealistisches Bild gibt. Auch neu im Zusammenhang mit Texturen ist die Unterstützung von Texture Snapping, also dem Einrasten von Texturen am Rand von Oberflächen. OSM2 World arbeitet recht viel mit sich wiederholenden Texturbildern, wie zum Beispiel eben bei solchen regelmäßigen Kachelmustern. Und es ist oft so, dass diese ja fast, aber eben nicht ganz am Rand von so einer Fläche abschließen, weil eben die Textur in ihrer Standardeinstellung ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein ist, um eine ganzzahlige Anzahl von Wiederholungen auf die Oberfläche zu packen. Und da dreht OSM2World jetzt eben ein bisschen an der Größe und schaut, ob es dadurch möglich ist, dass die Textur mit ihrem Rand exakt mit der Oberfläche, die texturiert wird, abschließt. Das ist natürlich nicht immer möglich, es ist ja auch in der Realität nicht immer der Fall, aber wenn es eben mit nur geringen Abweichungen an der Größe der Textur erreichbar ist, dann versucht OSM2World das einfach, weil es viel schöner aussieht, als wenn die Textur an einem Rand abgeschnitten wird. All diese Änderungen erlauben es jetzt auch, GLTF als zusätzliches Output-Format zu unterstützen. Und GLTF ist jetzt sogar das empfohlene Output-Format, weil es einfach mehr der Features, die OSM2World jetzt hat, abbilden kann als das bisherige OBJ-Format. GLTF ist ein offener Standard zum Abspeichern und Übertragen von 3D-Modellen und schickt sich an, ja, das JPEG von 3D zu werden. Also so wie JPEG extrem verbreitet ist, von allen möglichen Programmen unterstützt wird, will eben GLTF auch so mehr oder weniger ein Standard sein, den eigentlich alle verstehen und mit dem man eben 3D-Modelle statt Bilder abspeichern kann. OSM2World unterstützt jetzt, wie gesagt, GLTF und zwar in Version 2.0, was PBR-Unterstützung bietet. Als zusätzlicher Bonus erlaubt es GLTF auch, das gesamte Modell inklusive benötigter Texturen in einer einzigen Datei abzulegen, was die Handhabung des Ergebnisses dann doch erheblich vereinfacht. Ja, wie gesagt, GLTF wird relativ breit unterstützt, unter anderem auch in Blender. Das erlaubt es, wie hier abgebildet, eben dann ein OSM2World 3D-Modell in Blender zu importieren und dort weiterzuverarbeiten. Den Schluss unter den Feature-Schlaglichtern macht das Thema Echtzeit-Performance. OSM2World hat einige neue Features zur Verbesserung der Darstellungsgeschwindigkeit zur eigentlichen Laufzeit, also während der Benutzer beispielsweise eine interaktive 3D-Szene ansieht. Eines davon ist der Texturatlas. Der Texturatlas ist ein relativ altes Konzept aus der 3D-Grafik, bei dem man eben vermeidet, zwischen unterschiedlichen Materialien wechseln zu müssen, indem man Texturen für mehrere Objekte einfach in einem größeren Bild ablegt. OSM2World kann solche Texturen jetzt automatisch kombinieren und zur Laufzeit eben einen solchen Texturatlas aus vielen kleinen Texturen zusammensetzen. Die Echtzeitperformance wird außerdem verbessert durch Level of Detail, also indem man einfach Details weglässt, wenn das Objekt ohnehin nur klein im Bild zu sehen ist. Das unterstützt OSM2World bereits, allerdings ist noch einige Arbeit nötig, damit auch alle bereits implementierten Objekttypen von Straßen über Gebäude bis hin zur Vegetation das auch wirklich unterstützen. Das Konzept als solches funktioniert und OSM2World unterstützt auch eine sogenannte Texturkamera, eine Renderfunktion, mit der man ein 3D-Modell zu einer Textur machen kann, eben um dieses dann in einer niedrigeren Detailstufe entsprechend darstellen zu können. Ja, die Echtzeitperformance wird auch verbessert durch Instancing, wenn also ein Objekt in identischer Form mehrmals kopiert wird. Das wird für viele Dinge geeignet sein, beispielsweise für Bäume oder auch für Poller,
Warnschwellen und dergleichen mehr. Der Grund, warum ich so viel Wert auf Echtzeit-Performance lege, ist, dass ich das WebGL-Frontend, das ich vor längerer Zeit hier schon mal auf der FOSCIS geteasert habe, dieses Jahr endlich veröffentlichen möchte. Und damit das eben auch eine angenehme Benutzererfahrung wird, muss ein bisschen Arbeit noch daran fließen, dass es auch performant mit hoher FPS läuft. Das war es auch schon mit dem Vortrag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und im Anschluss gibt es jetzt dann noch live die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ja, Tobias, vielen Dank für diesen Vortrag. Eine Menge Neuerungen, die du mit reingebracht hast. Aber da gibt es gleich die erste Frage. Es gibt Anwender, die können diese Neuerungen auf der OSM2World-Seite gar nicht finden. Im Wortlaut, du sprichst Neuerung der letzten Jahre. Ich kann diese aber auf OSM2World nicht entdecken. Selbst das alte Feature, wie dir von soeben thematisierten Dachform, sind bei Gebäuden nicht gerendert, bei denen sie vor über 3 Jahren gemappt wurden. Was mache ich da falsch, dass ich die von dir hier vorgetragene Neuerung nicht sehe? Also du machst nicht falsch, diese isometrische Karte auf Open Layers Basis habe ich eben zugunsten dieser geplanten WebGL-basierten Karte auf Eis gelegt. Es ist natürlich etwas schade, weil die WebGL-Karte jetzt doch etwas länger braucht, als ich ursprünglich gedacht hatte. Deshalb gibt es momentan keine wirklich aktuelle Karte. Wenn jemand Interesse daran hat, dass diese isometrische Karte weiter aktualisiert wird und auch auf den aktuellen Featurestand betrieben wird, dann würde ich mich über Hilfe bei der Administration des Servers freuen, weil das ist der eigentliche Aufwand, den ich aktuell nicht machen will. An sich würde das weiter funktionieren, es ist halt eine Administrationsfrage. Alles klar, vielen Dank. Eine Frage zum Filtern von Attributen. Wie kann ich da Attributen filtern oder bestimmte Attribute einfach weglassen? Beispiel, ich möchte Vegetation, Wald, einzelne Stadtbäume nicht mit exportieren, weil ich zum Beispiel stattdessen realistische 3D-Baumodelle an die entsprechenden Stellen einfügen will. Also die einfachste Lösung ist wahrscheinlich, den Input zu filtern, also die OpenStreetMap-Daten, die an OSM2World übergeben werden, entsprechend vorzufiltern, zum Beispiel mit Overpass-API oder mit den diversen Kommandozeilen-Tools. Man könnte auch auf der Output-Seite filtern, also beispielsweise der GLTF-Export exportiert auch Informationen zur OSM-ID und zum Feature-Typ mit. Das heißt, man könnte dann hinterher die erzeugten Baumodelle beispielsweise aus dem GLTF wieder rausfiltern. Ideal wäre natürlich eine Lösung, indem man die Kartenstile, die OSM2World unterstützt, mächtiger macht, sodass es konfigurierbar wäre. Das ist aber noch auf meiner Feature-Wunschliste, das habe ich noch nicht umgesetzt. Danke. Noch eine Frage oder ein kleiner Hinweis zu der Frage davor. Wäre ein kleiner Hinweis auf der Webseite sinnvoll? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich sollte wahrscheinlich auf den Status hinweisen, damit sich die Leute nicht wundern. Das ist schon ein berechtigter Hinweis. Ja. Zu den Texturquellen. Benutzt du für die Texturquellen auch Daten aus automatisierten Mapping-Projekten wie Mapillary? Nein, aktuell nicht. Momentan ist die einzige Möglichkeit, Fototexturen im Gegensatz zu so generischen Materialtexturen in OSM2World zu bekommen, ein 3D-Modell auf dem 3D-Modell-Repository hochzuladen und das entsprechend zu texturieren. Aber das ist dann natürlich kein automatisierter Prozess, sondern Handarbeit. Genau. Können die Materiale der Objekte benutzerdefiniert gesetzt werden? Beispiel, mich interessieren nur die Klassen Gebäude, Vegetation, Boden. Kann ich die 3D-OSM-Szene so in OBJ exportieren, dass ich 3 Materialien in der MTL-Datei habe? Nein, das ist schwierig, weil OSM2World-Materialien tatsächlich für die konkreten, ja, sagen wir, physikalischen Materialien verwendet und so ein Gebäude dann eben aus unterschiedlichen Materialien besteht. Also sowas wie Ziegel oder Glas für die Fenster etc. Wenn man dieses Filtern umsetzen will, dann würde ich eher vorschlagen, wie vorhin vorgeschlagen, über die Metadaten im GLTF zu gehen und darüber dann die gewünschten Objekte rauszufiltern.
Eine letzte Frage noch zu den Texturen. Gibt es länderspezifische Texturen, zum Beispiel Verkehrsschilder in Frankreich? Ja, es sind länderspezifische Texturen unterstützt und ich habe das auch für ein, zwei Verkehrsschildersätze schon umgesetzt. Da füge ich auch gerne weitere hinzu, wenn ich die Texturen unter einer passenden Lizenz finde. Konkret jetzt für Verkehrsschilder in Frankreich war es so, dass ich mir die Verkehrsschildersammlung auf Wikimedia Commons angeschaut hatte und die leider nicht unter einer Zero-Lizenz steht, sondern mit Namensnennung etc., was dann nicht kompatibel ist. Also wenn ich Bilder unter einer passenden Lizenz für ein bestimmtes Land bekomme, dann ist das technisch möglich. Also da könnte denn durchaus bei Interesse die Community auch aktiv werden. Alles klar. Vielen Dank, Tobias, für diesen spannenden Vortrag für die Neuerungen in OSM2World. Gerne.